Hallo, mein Name ist Nicola Steiner, ich bin Hundetrainerin, aber lerne auch selber, und zwar im Moment das Hütetraining von Koppelgebrauchshunden. Das ist unser Border Collie Gale, meine Tochter Larissa, die ihr im Bild seht. Und heute ist es mal anders. Bis jetzt waren wir ja immer auf der einen Ecke, die ihr von den anderen Videos kennt, wo eher die langsameren Schafe sind. Und hier hatten wir es dann mit schnelleren Schafen zu tun, das seht ihr ja auch, die Gale geht nur darauf zu und schon sind die Schafe weg. Und wir sind tatsächlich hier am anderen Ende der Koppel, weil als wir reingekommen sind, sind die erstmal quer darüber. Ihr werdet gleich sehen, welche Strecke das ist. Wir sind also knapp 5 Minuten überhaupt bis hier hingegangen. Und jetzt kommt meine Tochter, die das jetzt also als allererstes Mal macht, noch nicht mal in die Nähe der Schafe, wo man auf einmal sieht, oh, unsere Gel macht ja doch Druck. Wer hätte das gedacht? Und jetzt kommt man halt nicht dran. Und das hatten wir echt schon Angst gehabt, dass das jetzt die ganze Zeit so durchgeht, von der einen Ecke zu der anderen Ecke. Was natürlich schön ist und uns freut, dass sie jetzt auf einmal dieses Interesse hat und auch vorneweg auf die Schafe zuprescht. Was sie natürlich noch lernen muss, ist, dass sie in Bögen um die Schafe drumherum geht. Und die Chance war jetzt hier erstmal nicht da. Da wird die Larissa gerade gecoacht. Ich habe ja auch euch mal ein Video gezeigt, wo die Secret Cord mit der Gale arbeitet, was natürlich gleich viel, viel besser klappte. Und die Larissa versucht halt jetzt durch. Sie versucht das so zu gestalten, dass die Schafe nicht zu sehr unter Druck geraten. Legt sie dann immer wieder hin, um Abstand zu kriegen, um den Hund auch langsamer zu kriegen. Das ist jetzt unsere nächste Aufgabe, dass der Hund langsamer wird. Aber da sieht es ja schon ganz gut aus. Mittlerweile sind die Schafe nicht mehr so wie wild am Rumflitzen. Was der Larissa nicht gelingt in dieser ersten Übung, ist das Come-by und das Away. Das zeige ich euch jetzt mal. Und gleich geht es da mit der Larissa auch nochmal weiter. Doch, hat sie gerade auch mal gemacht. Vorhin, jetzt gerade nicht, aber. Aber richtig gut, Mama. Ja, muss aufpassen. Ich versuche jetzt immer, dass die Bögen geht und hier endlich mache ich auch mal die richtige Armbewegung. Sie sollte eigentlich 2 Längen Ist ja nah Abstand. grad. Das sagt meine Tochter auch. Ja, sehr gut. Ja, gute Idee. Also wie ihr gerade gesehen habt, mache ich den Arm auf in die Richtung, wo der Hund auch gehen soll. Come by ist im Uhrzeigersinn und away ist entgegen dem Uhrzeigersinn. Das übt man erstmal, indem man, wenn der Hund gerade zufällig in dieser Runde ist gerade, dass man das Wort dann sagt und irgendwann kann man es dann auch als Kommando. Und in den anderen Videos habt ihr ja gesehen, dass ich dann immer den falschen Arm genommen hatte. Hier öffne ich jetzt. Das klappt ganz gut. Gehen wir nochmal zurück zu Larissa, die die Vorarbeit gemacht hat. Ihr macht das toll. Sieht man auch, wie viel intuitiv in ihr drin ist, dass sie weiß, wo sie langsamer sein muss und wo. Über das Lie-Down sollen die halt lernen, langsamer zu werden. Ja. Das ist ein anderer Typ Schaf, ne? Away. Also. Ja.
Ja, ich warte. Away. Die haben wir eben auch mal versucht, zu zweit das zu machen. Die Schäferin. Komm bei. So, jawohl. Gut, ja, ja. Prima, nehme ich Lie down. Lass laufen. Wenn die Schafe Lie weglaufen, down. Dann schickst du sie rum. Lie down. So, weiter. Nicht so viel Lie down. Bisschen arbeiten lassen. Und schön finde ich halt, wie intuitiv sie eigentlich weiß, wann sie Abstand halten muss und wann nicht. Jetzt mit dem Arm ausstrecken, sagt sie ihr eben auch, sie soll langsamer sich bewegen. Das ist eben unsere nächste Übung. Und wir müssen wahrscheinlich auch mal ein bisschen schneller gehen für den Hund. Ich wechsle dann nochmal zu meinem Video. Das ist jetzt die zweite. Hier habe ich dann Away gesagt. Walk on. Walk on bedeutet eigentlich gerade. Lie down. Und bevor sie mir die Schafe voll auseinanderwuselt, habe ich mal lie down gesagt. Da wäre ich vielleicht doch ein bisschen. Walk on. Hätte ich halt früher sagen müssen, aber ich soll ja nicht so oft lie down sagen. Jetzt sind sie auseinandergesprengt und guck mal, was die Gail jetzt macht, ohne dass ich vorgehe. Sie treibt jetzt die ganze Herde zu den anderen Schafen. Das finde ich ja schon mega, dass die das kann. Saddle du bedeutet, komm zu mir. Aber auch das soll man nicht so oft machen. Und da kommt man schon ganz schön in Bewegung, weil die Schafe wirklich viel, viel schneller sind. Aber macht mega Spaß. Und sind auch so viele Schafe. Was ich halt eben gerade so richtig klasse fand, das war eben, dass man sich annähert an dieses, der Schäfer steht und lässt den Hund arbeiten. Das ist natürlich so gesehen noch Zukunftsmusik und wird auch noch dauern. Aber es zeigt sich, dass es geht und dass man Fortschritte macht. Und mittlerweile haben wir dann auch schon neue Videos aufgenommen. Da gehe ich nämlich dann auch durch die Schafe durch, wie ich das soll. Und immer wenn die Schafe zu schnell sind, geht man durch, ist auf der anderen Seite beim Hund und kann ihn dann wieder rumschicken. Aber eins nach dem anderen. Geht nicht immer alles auf einmal. Hier schicke ich sie wieder schön rum und sie holt mir die Schafe, wie ich das brauche. Bin ich schon echt ganz, ganz stolz auf die. Da hat sie jetzt zu viel Druck gemacht, scheucht die auf. Ne, also langsam sieht man eben, dass dann dieses Interesse doch noch kommt. Also falls ihr einen Hund habt, wo euch jemand sagt, nee, ist für Schafe nicht geeignet. Das hat verloren. Na, schon wieder ein paar Schafe verloren, diesmal im Pirk. Aber passt auf, was wir jetzt machen. Ne, schön auf Away gehört. Ich musste gar nicht mehr viel mit dem Arm machen. Wir gucken, ob sie das eine Schaf auch noch da reinkriegt. Es geht selber da rein. Und jetzt möchte ich halt die Schafe auch wieder da rauskriegen. Und im Idealfall wäre sie dann halt auf der anderen Seite vom Zaun. Aber ging halt nicht. Und jetzt hole ich sie halt mit da rein. Und wie oft, ihr habt das ja auch schon gesehen, hängen die Schafe am Zaun und man kriegt die da nicht weg. Aber. Und ich habe auch das Gefühl, sie sieht halt auch einen Sinn darin, die Gelben. Sie im Pirk rein und Pirk raus. Und das habe ich mir beim letzten Mal, wo wir ganz, ganz hinten waren, wo ihr am Ende auch mal sehen könnt, was wir da rumgelatscht sind, auch zum Ziel genommen. Dass ich das schaffe, sie wieder einzufärchen, die Schafe. Ja, manchmal überlege ich halt, statt ihr langsam zu sagen, die Trainerin, die sagt halt, die ist ja eigentlich langsam, man muss einfach selbst schneller gehen oder eben durch die Schafe durch.
Und es ist halt immer situationsabhängig, was man denn machen soll. Und ich möchte halt gern, dass er mich hier begleitet. Irgendwann können wir vielleicht auch mal wirklich die tollen Videos zeigen mit einer Pfeife. Und wo man wirklich stehen bleiben kann. Aber es ist ja auch mal schön, den Weg dahin zu sehen. Weil, wie gesagt, ein Jahr unter alle vier Pfoten, 4 Jahre Ausbildung muss man schon mit rechnen. Und wer so ein richtiger Schäfer ist, der macht das natürlich auch dann täglich. Weil er eigene Schafe hat, können wir nicht. Aber wir haben halt das Glück, dass wir tatsächlich auch mit Pferden üben können. Wobei wir natürlich niemals sie die Pferde holen lassen, das wird zu gefährlich für den Hund, sondern wir üben mit einem geführten Pferd. Da will ich euch auch noch ein Video zu machen. Aber vielleicht erstmal noch ein bisschen dazu auch filmen. Hier seht ihr wieder die Larissa, das war halt vor meinem Durchlauf. Und da hält sie noch viel, viel mehr Abstand. Und dann hat sie es, die Gail, offensichtlich auch hingekriegt, dass sie den Druck von ihrem Auge, das nennt man halt Eye bei den Border Collies, auch reduzieren kann, dass sie jetzt doch immer näher dran kommt. Oder vielleicht gewöhnen sich die Schafe auch dran und denken dann, ach, den Hund kenne ich. Es ist übrigens ganz, ganz schwer, ohne Hund die Schafe zu bewegen. Das glaubt man gar nicht. Habe ich auch schon probiert. Na, Larissa arbeitet hier vielleicht zu viel mit Lie Down, aber auf der anderen Seite kann man es tatsächlich so machen. Immer wenn diese 2 Schaflängen unterschritten werden, sagt man Lie Down und korrigiert so den Hund, dass sie dann mit der Zeit irgendwann lernt, diese 2 Schaflängen zu halten. Wobei sie ja hier so nah überhaupt nicht rankommt. Und das fand ich schon klasse, dass sie das so intuitiv gemacht hat. Ist natürlich ein ganz klares Jagdverhalten mit den Schafen, muss man auch sehen. Was einfach rausgezüchtet ist, ist diese Tötung. Aber ansonsten, genau so jagen eben auch Wölfe. Und da ist es eben wichtig, auch die Ruhe zu bewahren, dass sie die Schafe nicht angehen und dass die Schafe auch nicht gestresst sind. Wobei ich eigentlich finde, ne, sie macht das auch. Hetzt die nicht, scheucht die nicht. Und das ist halt das Talent, was in der Gail dann doch irgendwo drin ist. Oder wo wir eine gute Arbeit gemacht haben, wer weiß das schon. Tja, irgendwann mal schaffe ich mir vielleicht auch mal eigene Schafe an, aber im Moment haben wir 4 Pferde, einen Hund, 2 Katzen, eine Schildkröte. Wenn man sich dann fragt, ob man sich noch mehr ans Bein binden soll. Ich muss mal gucken, ob ich nicht auch hier in der Gegend eine Trainingsmöglichkeit finde. Aber irgendwie fühlen wir uns da auch sehr, sehr wohl. Ja, das müsste sie eigentlich wieder kommen lassen. Tut sie auch. Larissa ist rückwärts auch ziemlich gut unterwegs. Das ist natürlich gut, wenn man da rückwärts schnell ist und den Hund auch im Auge hat. Ansonsten muss man ja über die Schulter hinweg gucken, was ich so meistens mache. Und hier ist jetzt endlich das. Das heißt endlich. Da ist halt der Weg, den wir erstmal gehen mussten, weil wir kamen auf die Wiese und schwupps sind alle Schafe weggerannt. Die waren ja vorne. Und dann geht die Larissa halt und geht und geht und geht. Und ich habe es euch hier im Schnelldurchlauf gemacht. Wir können hier rechts nicht weiter, Da habt ihr mich als Mickey Maus Stimme gehört, weil es ja Schnelldurchlauf ist. Und da hinten seht ihr die Schafe, die jetzt gleich noch mal mehr abhauen Richtung Wald. Wo wir beim ersten Mal auf dieser Wiese, das ist ja das erste Mal, gedacht haben, boah, das klappt nie. Versuchen es so rechts wie möglich zu halten, dass wir die nicht aufscheuchen. Lustig mit diesen Mickey Maus. Ja, und das ist halt das, was wir irgendwann lernen müssen. Die Schafherde im Wenn man jetzt einen Einriegen. guten großen Outrun schon hätte, könnte man sie dahinter schicken, dann würdest du die einbringen. In einem Riesenbogen drumherum schicken und dann die von hinten herantreiben. Das ist dann noch das. Also es gibt so viel, was man so lernen muss, obwohl es eigentlich ja nur 4 Grundkommandos gibt. Eben dieses come by, away, walk on, saddle do. Und dann hat man großen Kreis, kleinen Kreis, kann man den irgendwann beibringen. Und dann könnte man auch noch steh halten, ne, dass sie sich nicht immer hinlegen, wenn sie da mal verharren. Am langsam arbeiten wir, aber so im Großen und Ganzen sind das diese 4 Sachen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Jetzt haben wir hier tierisches Windrauschen. Ich mache mal den Ton aus. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschö.